Servus Freunde und herzlich willkommen bei uns auf dem Airsoft-Kanal. Und heute machen wir mal was anderes, und zwar gehen wir gleich auf den Technik-Part ein. Und zwar, ich möchte mal was Neues probieren, und zwar folgende Teile. Beginnen wir wie immer kurz mit der Vorstellung von dem ganzen Teil. Also, mein Sinn dahinter war, ich wollte mal was Neues probieren, einfach mal was anderes machen. Dementsprechend machen wir heute von Haus aus mal einen Tuning-Guide, wie auch immer, beziehungsweise wir probieren es mal. Wir haben hier verschiedene FPS-Teile exklusiv in Deutschland bei Bugatti erhältlich. Und zwar möchte ich hier Folgendes erreichen. Und zwar haben wir hier einmal den Pistonhead. Ich zeige es euch mal, wenn es nicht spiegelt, mit dieser Nase vorne dran. Sinn dahinter steckt einfach, dass die Waffe beim Schussgeräusch leiser werden wird. Aber da wird sie auch ein bisschen Energie verlieren. Welche Energie sie dann schlussendlich verliert, werden wir dann sehen. Ich werde alles mal durchkronen. Ich bin gespannt, ob das da hier was bringt, dass die Waffe leiser wird. Dann haben wir den dazugehörigen V2 Zylinderhead dazu. Ich habe jetzt auch mal noch einen Zylinder von FPS mit dazu bestellt, einfach mal zum Schauen, wie der gleitet, wie das Volumen ist etc. Und das Nozzle und zu welcher Waffe gehört das Ganze. Wir probieren es heute mal oder diesmal mit meinem alten Bekannten, und zwar meiner Classic Army G3 in der ersten Generation. Da probieren wir das Ganze heute mal aus, ob die Waffe leiser wird. Und jetzt schauen wir uns erstmal an, wie die Kronergebnisse sind, beziehungsweise, nee, fangen wir anders an. Wir machen es jetzt erstmal so, dass wir die derzeitigen Internals, dass ich euch die derzeitigen Internals zeige, also die Gearbox offen, so wie es jetzt momentan verbaut ist, und den dazugehörigen Energiewert, damit wir einen Vergleichswert kriegen. Genau, das war das Stichwort. Legen wir los. Weiter, und zwar habe ich euch jetzt hier die Stock, beziehungsweise Stock, also die derzeitige Konfiguration, wie ich die Waffe nutze, aufgebaut bzw. präsentiert. Ich habe sie aufgeschraubt für euch, und wir werden sehen, was sich daran ändert. Also, wir haben als allererstes einen Piston mit Metallstahlzähnen, 15 Stück an der Zahl. Dann haben wir einen relativ großen Aluminium-Pistonhead, ventiliert. Ja, das ist auf jeden Fall das eine. Dann haben wir verbaut die Classic Army Tablet Plate. Die benutze ich immer relativ gern, auch in anderen V2 Gearboxen, weil sie einfach den Vorteil hat, durch diese leichte Einsparung, wie ihr hier seht, an der Tablet Plate, hat die Tablet Plate einfach genug Zeit, die nächste Kugel hochzuführen. Das ist meistens oder manchmal ein Feeding-Problem bei verschiedenen anderen Herstellern. Dann nehmen wir uns das ganze Ding mal raus. Wie gesagt, schon erwähnt, Classic Army Tablet Plate. Da muss man sagen, das System, so wie es jetzt hier ist, ist 2 Jahre alt. Also die wurde seit 2 Jahren wurde daran nichts verändert. Dann haben wir einmal das SAS G3 Nozzle, ebenfalls Bugatti. Also wie gesagt, es ist größtenteils alles Bugatti. Und dann haben wir hier den Zylinder mit der Zylinder-Head-Einheit in einem Stück, ebenfalls bei Bugatti erhältlich, um den Druck konstant zu halten und die Waffe
sehr dicht zu kriegen. Genau. Dann haben wir den normalen Switch verbaut, aber ihr seht schon, also ich habe hier Kabel gelegt, habe ein MOSFET, ein Do-It-Yourself, also ein einfaches MOSFET verbaut, das seht ihr hier beispielsweise. Dieses bleibt auch drin, ich werde daran nichts ändern, weil für mich in meinem Spielstil, ja, bringt es mir nichts, und außerdem habe ich relativ viel negative Erfahrungen mit diesen elektronischen Abzugseinheiten gemacht. Egal, das gehört aber jetzt nicht dazu. Wir wollen uns heute um die Technik kümmern, also die Mechanik. Die Gears sind Classic Army Standard Gears, die sind unkaputtbar, die Dinger. Würde ich von Haus aus bei Classic Armies immer drinnen lassen. Genau, das ist mein derzeitiges Setup mit einem ICS 3000 Motor. Und was ich für Ergebnisse bzw. Kronergebnisse bei dem System bei einer 110er Feder rausgekriegt habe, das zeige ich euch jetzt. So, fangen wir mal mit dem Umbau an. Also ich mache jetzt erstmal die Shell auf Seite, weil die brauche ich jetzt erstmal nicht. Die kommt später wieder zum Einsatz. Auch das hier nochmal auf Seite. So. Schraubenzieher auf Seite legen. So. Kommen wir nun zu den Tuning-Teilen. Modulnummer mal auf Seite. So. Kommen wir nun zu unseren Tuning-Teilen. Fangen wir auf jeden Fall mit dem Pistonhead an und mit dem Piston selber, dass wir den erstmal montieren. Legen wir uns das mal hier auf Seite. So. Also wir schieben das auf Seite, also nach hinten weg, und kippen uns das Ganze aus. Vielen fällt jetzt bestimmt dann auf, Pistonhead, für was sind diese Scheiben da? Das erzähle ich euch gleich. Tun wir unseren Piston erst einmal einsetzen. Also Pistonhead auf den Piston aufschrauben. Und das erstmal machen. So. Auf jeden Fall schön kugelgelagert das Ganze. Da ist echt nicht schimpfen. So, der Pistonhead selber hat einen großen O-Ring und einen kleinen O-Ring. Und wie ihr es hier seht, diese kleine Metallnase. Das hier ist durchgängig, das heißt, ist sehr stabil gehalten. Werden wir es mal montieren. Also, man setzt das oben an. Bei mir geht es relativ einfach. Das kann man einfach durchschieben. Ansonsten einfach mal mit ein bisschen Druck dagegen halten und dann kann man das, denke ich, gut einsetzen. Ich mache es immer so: Ich nehme mir das da, tue es mir auf meinen Schraubenzieher drauf, führe es dann so oben ein, drehe es mir rum und schraube es mir dann fest, wenn es dann festgehen sollte. Ja, jetzt zieht er sich fest. Gut. So, dann haben wir das auch befestigt. Jetzt würden diese Teile hier ins Spiel kommen. Genau. So, folgendes holen wir uns dazu die Gearbox noch mal her, und zwar betrifft das den sogenannten AOE. AOE, Angel of Engagement oder irgendwie sowas, ist einfach dieser Punkt, der Zeitpunkt, wann die Zahnräder in den Piston greifen. Deswegen haben wir hier zum Beispiel, ich guck mal, ob es die Kamera einfangen kann. Das sieht man jetzt nicht so toll. Ich gehe mal rein. Genau, so. Dieses kleine Stück hier, das ist jetzt zum Beispiel rausgefräst. Bei günstigen Airsofts ist hier zum Beispiel noch ein Zahn. Jetzt hat er das gefasst. Also ist hier zum Beispiel noch ein Zahn bei günstigen Airsoft-Modellen. Da geht das durchgängig. Da ist es meistens so, dass dieser weggefräst werden muss und dass die Waffe halt besser ineinander greift. Genau. So, jetzt kommt, wie gesagt, diese Unterlegscheiben ins Spiel. Also ich nehme jetzt mal den alten Zylinder her, um euch das mal zu demonstrieren. Also, der Piston sitzt so hier drin. Dann wird dieser hier eingelegt. Genau. So. Jetzt haben wir das Ding, wenn ich jetzt die Zahnräder drehe. Und hier oben die ersten ineinander greifen. Dann ist es so, dass je nach Typ, was man verbaut, es sein kann, dass der Piston entweder weiter nach hinten oder weiter nach vorne rutschen muss. Oder mit dieser erste Zahn vom Gear besser ineinander greift.
Bei mir ist es jetzt so, das passt, das ist optimal. Da kann man, braucht man jetzt nichts machen. Sollte es allerdings sein, dass ihr diesen Zahn zu viel Luft habt oder dass er nicht komplett auf der ganzen Aufliegefläche greift, dann wird das so sein, dass ihr mit diesen Unterlegscheiben arbeiten müsst. Ich ziehe es mal fix durch, damit ich den Pisten wieder rauskriege. So, dann holen wir uns das raus. Und zwar sind diese Unterlegscheiben dafür da, dass die zwischen Pistenhead und Pisten gelegt werden. Das heißt, die kommen hier so rein. Ganz einfacher Sinn davon ist es, dann kann ich, also sind wie so Unterlegscheiben, wie Schimmscheiben bei der Schimmung, müsst ihr euch vorstellen. Dann rutscht der Pisten weiter nach hinten oder weiter nach vorne, je nachdem, wie ihr das halt braucht, dementsprechend. Das heißt, der AOE kann dementsprechend ohne Fräsen angepasst werden, wie meine Waffe das halt dementsprechend braucht. Ist interessant, bei mir jetzt leider nicht notwendig, sonst hätte ich es euch gezeigt. Ansonsten, ich denke, ihr habt es in der Art verstanden, ich möchte es jetzt auch nicht ausschweifend ansprechen oder sowas, einfach nur mal kurz darauf hinweisen. Ist aber ein geiles Feature, habe ich bis jetzt noch bei keinem Pistonhead-Hersteller dabei gehabt. SAS, ICS, wie auch immer. Und finde ich eigentlich relativ cool gelöst. So, machen wir weiter. Legen wir uns die Gearbox wieder auf Seite. Holen wir uns nun Zylinder und Zylinderhead. Machen wir uns das Ganze auf. So. So, dann haben wir hier unseren schönen Edelstahlzylinder auch geriffelt gegen Wärme, weil, wie gesagt, wenn die Luft komprimiert wird und Reibung entsteht, entsteht Wärme. Durch diese Riffelung wird das minimiert. Im Inneren schön poliert, also dürfte auf jeden Fall sehr, sehr schön laufen das Ganze. Da haben wir den Zylinderhead, wir haben einen O-Ring außenrum. Dieser, wie ich finde, im Vergleich zu anderen zum Beispiel relativ dick gehalten wird, also da dürfte sehr gut abdichten. Und hier die Absorberplatte, das heißt die Aufschlagreduzierung. Hier wird es dann so laufen, dass das Ding hier so drauf knallt durch die Feder. Und durch dieses neuartige Nasending hier soll das so laufen, dass wenn das drinnen sitzt und beim Eintreten von dieser Nase in den Zylinderhead ein Luftpolster entsteht und somit der Piston abgebremst wird. Und somit die Waffe leiser laufen soll. Ich bin gespannt, ob das wirklich so sein wird. Ja, dementsprechend werden wir es jetzt halt mal so einbauen. Und ja, ich bin einfach sehr gespannt. Leg mal los, bauen wir es fix ein. Hier nochmal kurz anzusprechen ist zum Beispiel, also ich habe jetzt halt so Silikon Teflon Fett auf den O-Ring aufgetragen, damit eine hohe Reibungsfestigkeit entsteht und der Gummi gut gleiten kann. Das merkt man schon jetzt halt zum Beispiel bei den ersten paar Dingern, also das gleitet schon sehr gut da drin. So, jetzt gucken wir mal die Dichtigkeit an, wir halten hier vorne zu und absolut dicht. Ich kann hier drücken wie ich will, da geht gar nichts raus. Weder am Pisten noch im Zylinderhead. Also top. Also da muss man sagen, das ist echt klasse. So, nehmen wir jetzt uns noch unser Nozzle dazu. Tun wir das noch aufsetzen und gucken dann, wie die Dichtigkeit aussieht. Dieses Nozzle ist mit einem O-Ring verbaut, sollte dementsprechend auf jeden Fall auch gut abdichten, das Ganze. Ja. Geht ein bisschen schwierig da. So, alles klar. So, dann testen wir jetzt das nochmal. Ebenfalls, also da ist keinerlei Druckverlust. Also muss ich sagen, sehr schön. Und im Vergleich zu meinem Zylinder, der im Ganzen gehalten ist, sollte dieses eigentlich energietechnisch, wenn man es jetzt hat, ohne diesen Absorberplatte, eigentlich keine großartigen Unterschiede machen. Gut.
Dann haben wir das ganze Headset, unsere Tuning Parts eingebaut. Holen wir uns die Gearbox ran wieder, die Gearbox Shell, und werden das Ganze jetzt einsetzen. Die Tablet Plate bleibt ebenfalls an der gleichen Stelle. Halt, habe ich fast vergessen jetzt. Ja, das Einsetzen anpassen, ob das bündig läuft. Jawohl, ist bündig. Können wir also so einsetzen. Halt, das ist der falsche. So, dann die Tablet Plate einsetzen, die Feder wieder zurück. Dann haben wir unseren Pisten, dass jeder dem noch Pisten hat. So, dann schreibt man das ganze Ding wieder zu und dann kommt der entscheidende Punkt: Ist die Waffe oder wird die Waffe wirklich leiser? Zusammengebaut, jetzt kommt der große Moment. Wir werden die Waffe jetzt testschießen durch den Chrono, sehen, was für ein Ergebnis wir erzielen von den Energiewerten, ob es extrem runtergegangen ist. Wir haben gesehen, wir waren bei der normalen alten Konfiguration bei ca. 1,45 Joule. Werden wir sehen, wo wir bei rauskommen und wie sich die Waffe beim Chronen anhört. So, wir haben jetzt das Chrono-Ergebnis gesehen. Ja, gut, die Energie ist, sage ich jetzt mal, deutlich höher runtergegangen als gedacht, dass ich hatte mit so 1,35, also mit so 0,1 Joule, sowas hatte ich gerechnet vielleicht, aber die Waffe ist jetzt trotzdem sogar um 0,2 Joule runtergegangen. Ja gut, muss jeder für sich selber wissen, ob er dieses System so benutzen wird. Ich finde es jetzt nicht schlecht, weil sie in der Art leiser geworden ist. Man hat sie zwar im Chrono relativ schwer gehört, ich habe jetzt aber auch leider versäumt, die Schussgeräusche zu machen, wie sie von Haus aus ist, aber ihr werdet ja selber, ihr wisst ja selber, wie laut bzw. wie kreischend eine Knarre ist, die ihr jetzt zum Beispiel Stock habt. Also ich drücke jetzt mal ab zum Beispiel. Also ich persönlich finde, man hört dominierend nur noch das Motorgeräusch, aber nicht den Aufschlag vom Pisten nach vorne. Also in der Art finde ich jetzt zum Beispiel die Option mit diesem Zylinderhead, also mit dem Pistonhead, sehr gelungen, damit die Waffe wesentlich leiser wird. An der HPA kommt es definitiv nicht ran, das ist klar, aber die Materialien, die hier FPS verarbeitet, sind sehr hochwertig, sehen ideal aus, also, und harmonieren miteinander eigentlich optimal. Also ich hatte jetzt auch keine Feeding-Probleme oder sonstiges. Die Waffe schießt so, wie sie ist, Stock aus, also wie ich sie jetzt gemoddet habe. Super, kann man echt nicht meckern. Und ich bin gespannt, wie sie sich auf dem Feld schlägt mit dem etwas geringeren Druck. Wobei 0,2 Joule, gut, okay, das ist jetzt ja keine Rede wert. Also ich persönlich sage zu dem FPS-Teilen, die Verarbeitung von den Teilen sind top. Also ihr habt da auch verschiedene Möglichkeiten noch. Es gibt da verschiedene Zylinder,
Pistonheads, Nozzles, alles mögliche könnt ihr euch auf eure Waffe speziell bestellen. Und ja, also dementsprechend sage ich jetzt zum Beispiel, für mich persönlich ist es ein Erfolg. Ob es jetzt für euch ein Erfolg sein wird, das müsst ihr abwägen. Ich finde, also ich habe ein Ziel gehabt, sie leiser zu kriegen, weil sie relativ laut war beim Aufschlag. Und das ist mir gelungen. Und ja, dementsprechend sage ich jetzt zum Beispiel, kann ich euch empfehlen, das Ganze zu verbauen. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, dieser etwas neue, andere Einblick in den Technikbereich von der Gearbox. Und mal schauen, ob demnächst noch was kommen wird. Ein Aus muss ich noch machen. Ich habe vom Vegadi was gekriegt für die Maß. Und das werden wir auch demnächst machen. Gut. Dementsprechend sage ich, Silavi, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, beziehungsweise oder wann auch immer das Video rauskommt. Vielleicht schiebt man es so mal. Und ja. Haltet die Ohren steif, euer Heubi FV. Macht's gut.